Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge Loot Chest. Heute haben wir hier die Loot Chest vom Juni 2019 am Start. Und ich bin mal echt wieder gespannt, was drin ist. Ich habe wieder null Ahnung, was hier drin sein könnte. Ich habe euch natürlich unten in der Videobeschreibung wieder den Link zu Deal Heroes reingepackt, wo ihr quasi dann auf die Seite von Loot Chest kommt. Ich kriege da eine kleine Provision, wenn ihr darüber euch hier, sag ich mal, so eine Loot Chest holt. Also da hier absolute Transparenz, dass ihr da Bescheid wisst. Aber nichtsdestotrotz, ich finde die Dinge einfach cool und ich würde das hier nicht machen, wenn ich es nicht cool finden würde. Von daher, ja, wollen wir mal gucken. Ich werde das Ganze auf jeden Fall wieder so machen, dass ich selber noch nicht in die Box reingucke, sondern einfach immer nur mal mir einen Teil nach dem anderen nehme. Erfahrungsgemäß fangen wir wie immer mit diesem Ding hier an. Das ist hier das T-Shirt jetzt in dem Fall und ich glaube, das ist ein richtiger Klassiker. Hammer. Hammer, geil, ey, wenn, Alter. Nee. Darauf freue ich mich wirklich, weil ich stehe auf Retro und fast mehr Retro geht fast gar nicht. Also jedenfalls nicht von dem, was ich so kenne. Und zwar Tetris. Ja, Tetris, einfach Tetris, wie geil bitte ist denn das? Ich würde sagen, wir probieren mal, ob mir das auch passt. So, also ich würde sagen, sitzt eigentlich soweit ganz gut. Man kann auch schön das Logo erkennen. Auch hier an den Armen passt es wie immer. Es ist nicht so ein komplettes Schwarz, würde ich behaupten. Es ist so eher so ein ganz dunkles, dunkelblau-schwarz, würde ich so von der Farbe her behaupten. Aber es ist nach wie vor immer sehr bequem. Also das sind ja, bis jetzt waren alle Loot Chest Shirts, die ich hier hatte, sehr bequem. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Und ich frage mich echt, was hier sonst noch so in der Box drin ist. Ich nehme ja erstmal das hier raus, weil das so ein bisschen hier zerdrückt ist leider. Aber das kann man ganz schnell wieder gerade biegen. Und zwar ist das hier etwas von Star Trek. Star Trek Mirror Universe Tribble. Push, okay, warning, always hungry, eats everything. Mit Star Trek bin ich jetzt nicht so konform, sieht ein bisschen aus hier wie Vampirzähne oder so. Ich guck mal, ob ich das hier irgendwie aufmachen kann. Ja, man kann das hier auf jeden Fall aufmachen. Für mich sieht das ein bisschen aus wie Vampirzähne. Macht das auch irgendwelche Geräusche? Nee, ist einfach nur, okay, Star Trek und, ja, hier halt so ein, kleines Monsterchen. Kann ich nicht so viel mit anfangen. Wenn ihr Star Trek guckt, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, was das hier für ein Teil ist. Was das so macht in der Regel. Ich habe keine Ahnung. Star Trek und ich, nee, also not in this life. Ja. So, was ist denn das? Oh, nee, wie geil. Oh, das ist jetzt gerade für den Sommer richtig perfekt. Weil meine Frau und ich, wir gehen natürlich öfter spazieren, weil jetzt gerade, wo sie schwanger ist, macht das halt auch Sinn, dass wir halt öfter mal an die frische Luft gehen, durch den Wald etc. pp. Und ja, da kann man sich dann schön mal was zu trinken zusammen mixen. Vielleicht ein bisschen Wasser mit ein bisschen Zitrone oder eine Früchte rein oder so und sonst was. Und da kommt mir das hier doch gerade gelegen. Vor allem, da steht Marvel drauf. Ich und Marvel, ja, das ist Liebe. Und das passt wie Faust aufs Auge. Dann haben wir noch so kleine, Icons drauf, sage ich mal. Hier ist zum Beispiel Iron Man ist hier mit dabei, kann ich sehen. Spider-Man. Dann Mjölnir, also der Hammer von Thor. Dann ist hier noch so ein anderes Spinnenabzeichen. Dann ist hier die Hydra ist mit drauf. Dann hier, wer ist denn der Waschbär nochmal von Dings? Wie heißt der? Mir liegt der Name auf der Zunge. Echt jetzt? Warum komme ich denn jetzt nicht drauf? Der sprechende Waschbär von Guardians of the Galaxy. Naja, ihr wisst, wen ich meine, schreibt es mir in die Kommentare. Ich komme gerade nicht auf den Namen, warum auch immer. Hier sind noch verschiedene andere Symbole drauf. Ich zeige euch das mal ganz kurz von Nahem. Jupsala. Gute. Also hier einmal schön, ne, könnt ihr sehen, Marvel. Ja. Und dann hier sieht man die ganzen einzelnen Abzeichen. Also hier, ja, ne, kann man hier verschiedene nochmal sehen. Und hier oben hat man natürlich auch noch so ein Tag mit dabei.
Marvel Store, Store SL, Storeline.com. Das scheint mir aber sowas wie eine Art Thermoskanne zu sein. Also man kann das hier so aufdrehen und dann kann man das hier so hochziehen und dann kann man so quasi dann da draus trinken. Also es wird quasi einmal so zugemacht und dann wird das hier so zugeschraubt. Auf jeden Fall ein cooler Verschluss und ja, es ist von Marvel, ja. Also es muss ja quasi cool sein, alleine schon, weil es von Marvel ist. Aber ich denke mal, ich werde das trotzdem erstmal in eine Spülmaschine reinpacken, beziehungsweise sauber machen. Ich weiß nicht, ob Spülmaschinen. Ich packe es einfach in die Spülmaschine rein, ganz ehrlich. Ich probiere das aus und wenn es nicht spülmaschinenfest ist, dann ist es halt so. Aber ich denke mal schon, es ist Plastik. Warum soll es nicht spülmaschinenfest sein? Dann haben wir hier von Halo eine Figur. Und zwar Nano Metal Fix. Metal Fix. Das wird wahrscheinlich die Dings. Die Firma sein, die das, also die Marke, sag ich mal. Und zwar haben wir hier von Halo die Cortana MS9 steht hier noch mit dabei. Scheint wohl eine Metallfigur zu sein. Ja, Halo ist ein Spiel, soweit ich weiß. Habe ich jetzt auch noch nie gespielt. Aber ich habe, glaube ich, schon mal das ein oder andere Let's Play gesehen. Sieht auf jeden Fall sexy aus. Also. Da hat man auf jeden Fall eine coole Figur am Start, ja, die man sich auf jeden Fall irgendwo hinstellen kann oder gerade wenn man die sammelt. Ich sag mal so, die Sachen, die jetzt hier in so einer Loot Chest drin sind, die regen ja auch ganz gerne mal den ein oder anderen Sammler an. Und wenn man jetzt sowieso schon, sag ich mal, Fan von Halo ist und durch die Loot Chest eben dann zu solch einer Figur kommt, ja, manchmal weiß man auch gar nicht, dass von irgendeinem Spiel oder was weiß ich, was man mag, dass es solche Figuren oder sonst was davon gibt. Und ist dann ganz froh, dass man über Loot Chest eben an sowas rankommt. Und wenn man das dann sammeln möchte, gibt es bestimmt die eine oder andere Möglichkeit, dass man hier nach Nano Metal Fix oder Halo-Figuren oder sonst was eben googelt oder sucht und dann sich auch noch entsprechend die anderen Figuren mit dazu holen kann, um sich da, sag ich mal, so ein Set zusammenzubauen. Ne? Beziehungsweise manchmal ist es ja auch bei Loot Chest so, dass dann nicht jeder dieselbe Figur mit drin hat. Dass ich jetzt zum Beispiel von Halo die Figur drin habe und jemand anderes eine ganz andere Figur. Kann auch zum Beispiel sein, soweit ich das schon mal irgendwo gesehen habe. Das sind jetzt halt eben nur Vermutungen. So, dann, komm hier, das sieht aus, sieht aus. Er fühlt sich an wie eine Süßigkeit. Ich wollte erst sagen, hört sich an wie eine Süßigkeit. Sweet Zone Mega Sticks Strawberry Flavored Chew. Ja, mal sowas Süßes zwischendurch. Oh, das ist aber fest. Das ist ein Kaubonbon. Ja, Strawberry passt. Und dann ist noch was Langes drin. Oh yeah! Das ist geil. Nintendo, Leute. Nintendo. Nintendo ist einfach Liebe. Ich habe gerade jetzt hier die letzten Tage einfach auf meiner Nintendo Switch. Pokémon Let's Go einfach in Anführungszeichen durchgespielt. Also ich habe quasi mir alle Orden geholt. Ich habe die Pokémon Liga komplett durchgerusht. Und jetzt ist aber bei Pokémon Let's Go noch so, dass du danach noch so verschiedene Meister bezwingen kannst und dass du deine Pokémon noch weiter nach oben leveln kannst und ja, dass du dann halt auch nochmal in die Arenen zum Beispiel gehen kannst und nochmal gegen die kämpfen. Also ist eine ganz coole Sache. Das heißt, das Spiel ist aktuell, glaube ich, ja, es ist dann auf jeden Fall noch nicht ganz zu Ende. Und dementsprechend bin ich sowieso gerade wieder so absolut im Nintendo-Fieber. Und dann ist hier so ein Nintendo Pencil Case mit dabei. Das finde ich cool. Ich glaube, das lasse ich aber eingepackt. Weil, ja, ist einfach. Das ist Nostalgie. Das ist einfach cool. Vielleicht gebe ich das irgendwann mal meinem Sohn mit. Na, hier so ein schönes Pencil Case. Also so ein schönes, ja, so für Stifte halt einfach. Von Nintendo ist sogar hier Original Nintendo, steht sogar hinten drauf. Und ganz ehrlich, bei sowas weiß man halt auch nie, wenn man es original verpackt lässt, was das irgendwann mal wert sein könnte. Ja? Gerade Nintendo hat in den meisten Sachen, sei es jetzt die Spiele, die Konsolen etc. pp., eine unglaubliche Wertsteigerung. Da braucht man sich ja nur mal von Montana Black und Flying Uwe diese ganzen Sammlungen angucken. Und da habe ich auch schon das ein oder andere mal mitbekommen, dass ein original verpackter Gameboy damals, die First Edition oder so, einfach mal so für um die 5.000 bis 10.000 Euro über die Ladentheke bei eBay geht, ja. Dementsprechend
wenn ihr irgendwelche Sachen von Nintendo habt, und ihr wollt nicht unbedingt diese bespielen oder sonst was, dann einfach mal original verpackt lassen. Ganz ehrlich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn man sich hier so eine Nintendo Switch holt, die einfach original verpackt lässt und bei PSA, weiß nicht, ob das bei PSA zum Beispiel auch funktioniert, die gesamte Konsole einschickt und graden lässt und dann kommt das in so einer Box mit so einer Nummer, also wie viel Wert das Ganze hat, also welche Bewertung das Ganze hat, ist glaube ich bis 100 ist dann die höchste oder so. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, jetzt hat das noch keinen Wert, aber in 10, 20 Jahren, da kann das vielleicht anders aussehen. Also da kann ich mir tatsächlich so vorstellen, es gibt natürlich auch andere, vielleicht bessere Wertanlagen, aber das ist eine coole Wertanlage auf jeden Fall. Was haben wir? Ich glaube, sonst ist hinten noch. Ja, ist leer. Gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall noch ein X-Men Dark Phoenix Marvel Comic. Ich blätter mal so ein bisschen durch. Dark Phoenix sagt mir jetzt so nix. Gratis-Comic mit kompletter Jean Grey Story. Ja. Da kann man auf jeden Fall sich mal durchgucken. Kenne ich jetzt so nicht. Ja, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr. Sagt mir jetzt so nix. Aber ich bin noch nicht so der Comic-Typ. Ich gucke mir dann lieber die Filme an, wenn sie dann auf der Leinwand erscheinen. Aber diesmal wieder ein paar coole Sachen dabei, mit denen ich was anfangen kann. Also in dem Fall einmal hier die Marvel-Flasche, das finde ich sehr cool. Und hier natürlich dieses Nintendo Pencil Case. Ja, mit diesen zwei Sachen, Star Trek und Halo, kann ich persönlich jetzt nicht so viel anfangen. Aber für den einen oder anderen ist das bestimmt auch cool, dass das hier mit dabei gewesen ist. Und das T-Shirt Tetris. Hammer geil. Also ich würde sagen, mit diesen drei Sachen, da hat Loot Chest absolut meinen Nerv getroffen. Und ja, mega, mega happy. Ja, dann würde ich sagen, blättern wir hier mal durch. Hier ist auch das letzte T-Shirt drin, was ich in der letzten Loot Chest noch drin hätte, das Cyberman-T-Shirt. Da wurde ich auch schon relativ oft drauf angesprochen, wenn ich das so auf der Straße anhatte. Ist auch ein richtig cooles T-Shirt, auch wenn ich anfangs erstmal nicht wusste, wo das eigentlich herkommt. Ja? Aber ja, ihr habt mich ja letztens in den Kommentaren deutlich darüber aufgeklärt, was das genau ist. Und übrigens danke nochmal, weil, hey, ich bin zwar so ein kleiner Nerd, aber ich kann ja auch nicht alles wissen. Dementsprechend cool, wenn dann einfach mal ich irgendwas nicht weiß und dann aufgeklärt werde. Zum Beispiel, vielleicht klärt ihr mich ja auch auf, was dieses Star Trek-Monster hier, was es damit auf sich hat. Keine Ahnung. Wir schauen mal, was die Wertzusammensetzung dieses Paketes jetzt diesmal wieder ist. Dieses T-Shirt hier, 19,95 € und das wäre absolut auch ein Preis, den ich so bezahlt hätte. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, das Bild, was jetzt hier so drin ist, ja, dieses Bild finde ich jetzt hier in diesem Heftchen ehrlich gesagt etwas schlechter. In echt sieht meiner Meinung nach das T-Shirt viel geiler aus. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Hier auf dem Bild sieht das irgendwie nur aus, als hätte man da irgendwie eine Grafik auf ein blankes T-Shirt irgendwie draufgesetzt. Und das ist von der Qualität her viel zu gut, ja. Aber so ist es halt einfach, weiß ich nicht, ist halt cooler und gefällt mir vor allen Dingen 19,95 €, absoluter Toppreis. Die Flasche hier ist recht günstig. Also ich hätte gedacht, dass die jetzt auch teurer wäre. 14,95 €, das ist halt. Wenn man sich überlegt, man zahlt so im Supermarkt, wenn ich jetzt in Rewe oder sonst wo Kaufland gehe, da kann man ja auch manchmal solche Flaschen kaufen. Jetzt halt nicht unbedingt mit so einem Verschluss hier. Aber ich glaube, da gibt es vergleichbare Flaschen vielleicht für um die 6, 7 € oder so. Vielleicht auch 10 €. Und für ein paar Euro mehr oder sagen wir mal den doppelten Preis kriegst du das Ganze hier dann mit Marvel. Ja, finde ich jetzt eigentlich cool und finde ich auch einen Preis, der absolut in Ordnung ist. Ja? 14,95 € dafür. Ich überschlage jetzt einfach mal im Kopf immer so, diese Centbeträge lasse ich weg. Das heißt, ich rechne 20 € plus 15 € sind wir bei 35 € jetzt schon mal so Paketwert. Dann haben wir hier in der Mitte The Blast from the Past. Ja, hier haben wir quasi nochmal wie so eine Art ja, Poster oder was soll das sein?
Amusements, was auch immer, presents The Blast from the Past, Big Daddy Champion versus The Songbird, whatever Challenge. Okay. Am Wednesday, 31. Dezember. Okay. Um 8 Uhr PM geht das Ganze los. Und zwar live on Rapture Radio. Kenne ich nicht. Aber wenn ihr Rapture Radio, ne, ihr wisst Bescheid. Ja. On Wednesday, der 31. Dann haben wir hier ein Loot-Rätsel. Viel Spaß beim Loot-Rätsel. Ja, kleines Kreuzworträtsel mit dabei. Kann man mal machen. Dann haben wir hier von Nintendo dieses Pencil-Tin, ja, für 6,95 Euro. Ja, schwelge in Erinnerungen an die Anfangszeit der Spielekonsole. Lass dich anstecken von Retro-Gedanken und schreib doch mal wieder einen Brief an deine Lieben oder Fanpost. Mit der metallischen Nintendo-Stiftebox hast du die nötigen Schreibutensilien dafür immer ordentlich verpackt in der Tasche. Ja, ist cool. Ja, ist Retro-Style-mäßig. Aber ich brauche hier in meinem Studio die... Ich kann es ja mal kurz zeigen. Ich brauche hier in meinem Studio die Stifte immer so ein bisschen offen. Deswegen habe ich mir damals mit einem 3D-Drucker einfach hier so... Dann kann ich immer auf das zugreifen, was ich gerade haben möchte. Das habe ich mir sogar in mehreren Farben gedruckt. Das habe ich in grün, das habe ich in schwarz, das habe ich in rot, in orange. Und ja, da kann man sich immer mal welche von drucken. Vor allem der druckt relativ schnell, weil das ja halt nur außen einmal so rumgeht. Und es ist auch trotzdem relativ stabil. Aber ja, nichtsdestotrotz, hier haben wir nochmal 7 Euro on the top. Das heißt... 35 Euro plus 7 Euro macht 42 Euro. Und dann haben wir hier noch die Figur von Halo für 4 Euro, also 3,95 Euro. Das heißt 4 Euro, 46 Euro aktuell. Ja, ist ja schon mal was, aber es ist ja noch nicht alles. Der Comic war gratis, die Süßigkeiten waren auch gratis. Und dieses Ding hier kostet nochmal 9,95 Euro, also aufgerundet 10 Euro. Dann sind wir insgesamt bei, ich war immer 46, also 56 Euro, kann das sein? Habe ich mich jetzt verrechnet oder sind wir echt bei 56 Euro? Schreibt es mir nochmal in die Kommentare, ich gucke jetzt nicht nochmal nach. Aber, krass. Vor allem hier steht nochmal irgendwas mit Plus dabei. Warum steht hier nochmal was mit Plus dabei? Wer einen Tribble hat, bekommt bald mehr. Laut einer Berechnung von Spock ca. 1.771.561 Tribbles nach etwa 6 Tagen. Das ist eine ganze Menge. Bei ausreichender Nahrung. Ist hier noch was zu essen irgendwo? Im Paket, also hier auf dem Bild, sind 3 Kaubonbons. Im Paket war nur noch 1. Mein Freund, hast du die anderen beiden etwa gegessen? Nein, Spaß. Spock, also hier, Isen hier, sagt mir natürlich schon was, aber ich habe die Serie halt irgendwie nie geguckt. Deswegen weiß ich auch nicht, was ein Tribble ist. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Wer kann sich schon dem Charme dieses kleinen flauschigen Lebewesens entziehen? Genau! Wer kann sich dem Charme dieses flauschigen Lebewesens entziehen? Ja, ja, wohl absolut niemand. Ja? Und hier wären noch Einhörner da unten. Einhörner. Ich mag Einhörner. Einhörner, habt mich lieb. So, also über 50 Euro hier. Und wenn man bedenkt, was so eine Loot-Chest kostet, ist das natürlich ein absoluter... Top-Wert, der, sag ich mal, innerhalb dieses Paketes hier drin ist. Also wenn man sich wirklich überlegt, was man hier alles dann dafür bekommt. Vor allen Dingen für den Gegenwert, was man für so eine Box bezahlt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich so eine Box hier zu holen. Es gibt entweder die Möglichkeit, sich nur eine Loot-Chest zu holen. Oder, glaube ich, gibt es ein 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate Paket, soweit ich weiß. Schaut mal unten in der Videobeschreibung. Ich habe euch das Ganze mal verlinkt. Ihr könnt euch das einfach mal anschauen. Natürlich, wenn ihr mehrere Monate das Ganze abonniert, dann bekommt ihr es natürlich im Monat selbst
ist einfach günstiger. Ne? Dann zahlt ihr quasi der monatliche Preis, der zu zahlen ist, ist dann weniger, logischerweise. Und dann könnt ihr das Ganze, sage ich mal, für eine längere Zeit bekommen. Es sind auf jeden Fall bis jetzt immer relativ coole Sachen mit dabei gewesen. Und für mich ist es jedes Mal eine Freude, aufs Neue diese Sachen aufzumachen. Vor allen Dingen, hey, du kriegst ein Paket und du weißt nicht, was drin ist. Und das kann etwas richtig Cooles sein, was du jeden Tag feierst und was du wie eine Trophäe, sage ich mal, mit nach Hause oder irgendwie deinen Freunden zeigst. Das können aber auch Sachen sein, wo du dir denkst, was soll ich damit, ja? Es ist natürlich für jeden mal was dabei. Es rotiert natürlich immer, was hier drin ist. Und ich sag mal, diese Überraschung, dieses Gefühl, was man als Kind hatte, wenn man eine Überraschung, ein Kinderüberraschungsei, sage ich mal, aufgemacht hat und man wusste nicht, hey, ist es ein Spielzeug, ist es eine Figur, ist es was zum Zusammenbauen etc. pp. Man weiß einfach nicht, was drin ist. Und wenn man sich nochmal in diese Kindheitserlebnisse zurückführen möchte, dann ist, sage ich mal, auch als Erwachsener so eine Loot-Chest auf jeden Fall eine richtig coole Methode, um das eben zu machen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare, was hier von ihr am coolsten gefunden habt. Und vor allen Dingen, klärt mich, ihr habt die Fragen ja mitbekommen, klärt mich mal einfach nochmal ein bisschen auf. Und gerne könnt ihr meinen Kanal auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Kostet euch kein Geld, gibt mir aber einen großen Support und ermöglicht es mir hier weiterhin solche Videos für euch zu machen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal.